Ja, ganz herzlichen Dank für Ihre Einladung, für die freundliche Einführung. Ich begrüße Sie auch alle ganz herzlich. Vielleicht nur noch kurz ergänzend, damit Sie wissen, mit wem Sie es zu tun haben. Also ich bin Arzt und Psychiater und auch Psychotherapeut, eben Psychoanalytiker. Und wie Sie schon gehört haben, arbeiten wir eben nicht nur an der Behandlung von Patientinnen und Patienten, sondern beforschen auch sozusagen diese große Gruppe der Erkrankungen der Persönlichkeitsstörungen. Ich möchte beginnen, dieses Thema der Persönlichkeitsstörungen mit einem Zitat von dem Philosophen, dem Karl Jaspers. Den kennen Sie vielleicht. Der war nicht nur Philosoph, sondern auch Psychiater und hat ein bis heute sehr berühmtes und vielgelesenes Buch geschrieben zur allgemeinen Psychopathologie in vielen, vielen Auflagen. Seit 1913 ist es erschienen. Und der hat geschrieben zum Thema, damals sagte man noch Charakter, Neurosen, Persönlichkeitsstörungen, sagen wir heute, und grundsätzlich zur Diagnostik der Persönlichkeit. Hat er gesagt, menschlich aber bedeutet die Klassifikation und Festlegung des Wesens eines Menschen eine Erledigung, die bei näherer Besinnung beleidigend ist und die Kommunikation abbricht. Das darf in aller erleuchtenden Begrifflichkeit charakterologischer Menschenauffassung nie vergessen werden. Und das schicke ich deshalb voran, weil wir uns immer deutlich machen sollten, die Diagnose einer Persönlichkeitsstörung ist was anderes als eine Depression oder eine Panikstörung, eine Angsterkrankung, eine Zwangserkrankung. Da sagen wir immer, eine Depression hat man. Aber die Persönlichkeit oder die Borderline-Störung, das ist man. Ich bin eine Borderline-Persönlichkeit, ich bin ein Narzisst. Und da das eben so tief in unser Wesen hineinreicht, diese Erkrankung, ist immer eine ganz besondere Behutsamkeit und Respekt im Umgang damit angemessen. Also unter dieses Motto möchte ich gern den Vortrag stellen. Was ist denn nun eine Persönlichkeitsstörung? Wir haben es eben schon gehört, die Persönlichkeitsstörung gibt es nicht, sondern es ist eine ganze Gruppe von verschiedenen. Ich werde Ihnen die 10, die im Allgemeinen definiert werden in unseren diagnostischen Schemata, werde ich Ihnen nachher vorstellen kurz. Aber beginnen möchte ich mit einer allgemeinen Definition. Das stammt aus einem unserer Klassifikationsschemata, DSM-5. Nennen wir das, wo alle psychischen Erkrankungen abgebildet, beschrieben sind und auch die Persönlichkeitsstörungen sind sozusagen eingeleitet mit einer allgemeinen Definition, mit allgemeinen diagnostischen Kriterien. Wenn man die nicht erfüllt, wenn sich diese Symptome nicht vorfinden bei einem Menschen, dann hat er per Definition keine Persönlichkeitsstörung, sondern dann ist er vielleicht irgendwie anders als die anderen, aber würden wir deswegen nicht von Störung oder Erkrankung sprechen. Worum geht es bei den Persönlichkeitsstörungen? Sie sehen es, hier habe ich auch einen Pointer. So, Sie sehen es hier oben, es ist ein überdauerndes Muster von Erleben und Verhalten, das von den Erwartungen der soziokulturellen Umgebung abweicht. Und das ist schon gleich im ersten Satz eine wichtige Feststellung. Wir haben es nämlich mit einem soziokulturellen Krankheitsbegriff zu tun. Also anders als beim Blutdruck, wo wir sagen, naja, ab 140 ist der eben krank, sagen wir hier nicht die Zahl objektiv definiert, steht für die Erkrankung oder macht die Diagnose aus, sondern die Abweichung von der Norm. Und Sie ahnen schon, es gibt natürlich in verschiedenen Gesellschaften und Kulturen ganz verschiedene Normen. Also stellen Sie sich vor, wir haben jetzt also eine sizilianische Mama, die zieht zu ihrem Mann nach Bergen in Norwegen und verhält sich so, wie sie es gewohnt ist, sich zu verhalten. Was werden die Norweger sagen? Na, höchstwahrscheinlich werden die sagen, na, die ist aber hysterisch. Heute darf man es nicht mehr sagen, sondern man sagt histrionisch, weil die so anders ist als die Norweger. Wenn aber dann der Norweger nach Neapel zieht oder nach Palermo zielt, er zieht, was werden dann die Italiener sagen? Die werden sagen, naja, der ist ja fürchterlich depressiv, dabei ist er nur ganz normal, wie er zu Hause auch ist. Also wir können Persönlichkeitsstörungen nicht objektiv definieren, sondern wir müssen die kulturelle Norm,
immer in Betracht ziehen. Und wir müssen sehr vorsichtig sein mit Angehörigen anderer Kulturen. Nicht? Wenn die unter anderen Maßstäben aufgewachsen sind, dann ist das, was bei denen zu Hause vielleicht ganz normal ist, bei uns plötzlich etwas sehr Auffälliges. So, auf welche Lebensbereiche oder Bereiche der Persönlichkeit bezieht sich denn nun diese Abweichung in Erleben und Verhalten? Es geht um die Kognition, also das Denken. Es geht um die Gefühle, die Affektivität. Es geht ganz wichtig und zentral immer um die Beziehungsgestaltung. Es geht um die Impulskontrolle. Auch ein wichtiges Kriterium, kann ich meine Aggression im Zaum halten beispielsweise? Kann ich irgendwelchen Versuchungen widerstehen? Und dann, das ist eigentlich schon das nächste Kriterium, das beschreibt die Persönlichkeitsstörungen. Das Muster ist unflexibel und tiefgreifend in einem weiten Bereich persönlicher und sozialer Situationen. Das heißt, ein Mensch ist nie nur am Arbeitsplatz ein Narzisst und zu Hause kerngesund oder umgekehrt, sondern wenn meine Persönlichkeit so beeinflusst, beeinträchtigt, verändert ist, dann haben wir das in der Regel durch alle Lebensbereiche hindurch. Natürlich gibt es äußere Umstände, die eine Persönlichkeit stabilisieren können. Also wenn ich jetzt ein besonders misstrauischer Mensch bin und beim Geheimdienst arbeite oder ein sehr sorgfältiger Mensch bin und in der Buchhaltung arbeite, kann es sein, dass das sogar ganz förderlich ist. Das Kriterium B ist somit das Allerwichtigste, dass man sich das einmal klar macht. Es geht nämlich um das Leiden. Leiden oder Beeinträchtigungen in sozialen, beruflichen, anderen Funktionsbereichen. Also, wenn der Betroffene oder die Betroffene nicht leidet unter der Veränderung und wenn die Umwelt auch nicht zu leiden hat, dann ist es keine Erkrankung. Ja, dann ist jemand vielleicht noch so schräg und merkwürdig und anders als alle anderen, aber wenn es ihm selbst dabei gut geht und den anderen dabei auch nicht schlecht geht, dann würden wir nicht von Erkrankung sprechen und auch nicht sagen, dass wir das behandeln müssen. Also schauen wir auf das Leiden. Es ist nicht immer der Betroffene, manchmal ist es auch die Umwelt, die zu leiden hat, oft sind es beide. Kriterium C sagt etwas über den Verlauf im Alter und den Beginn. Persönlichkeitsstörungen haben im Grunde ihre Wurzeln in der Kindheit und wir werden es nachher sehen, auch in den Genen. Da ist also ein gutes Stück Veranlagung, aber da ist auch ein gutes Stück frühe Beziehungserfahrung aus der Kindheit in der Regel. Und erfahrene Kinder- und Jugendpsychiater können im Grunde schon bei Adoleszenten, bei Jugendlichen die Diagnose stellen. Und je früher man die Behandlung beginnt, umso besser ist natürlich das Resultat. Und je länger wir warten, umso schwieriger wird es. Also niemand bekommt plötzlich mit 40 eine Persönlichkeitsstörung, der bis dahin kerngesund war und gut zurechtgekommen ist. Die anderen Kriterien sind Ausschlusskriterien, das muss uns jetzt nicht weiter beschäftigen. So, und das ist jetzt interessant, jetzt dringen wir schon etwas tiefer noch ein in die Materie, das ist nämlich eine neue alternative Definition der Persönlichkeitsstörung, die jetzt aber doch zunehmend in den Mittelpunkt rückt und international auch so verwendet wird und auch beforscht wird. Da steht jetzt im allerersten Satz ein ganz anderes Kriterium, und zwar eine Beeinträchtigung im Funktionsniveau der Persönlichkeit. Was ist damit gemeint? Das Funktionieren der Persönlichkeit, da geht es um den Umgang mit sich selbst und den Beziehungen. Also wir können ganz allgemein sagen, bei den Persönlichkeitsstörungen haben wir doch immer mit Schwierigkeiten im Umgang mit sich selbst und der Welt zu tun. Ich komme mit mir selbst nicht klar, ich weiß nicht, wer ich bin und was ich will. Ich komme mit der Welt, mit den Anforderungen, mit den Beziehungen, mit dem Berufsleben nicht klar. Und das wird beschrieben als das Funktionsniveau. Und da möchte ich jetzt, bevor wir uns die einzelnen spezifischen, speziellen Persönlichkeitsstörungen anschauen, Sie einmal darauf aufmerksam machen, was damit gemeint ist, was sich dahinter verbirgt. Erster Punkt, die Fähigkeit zur Selbst- und Objektwahrnehmung. Das, was wir Identität nennen, das ist bei vielen persönlichkeitsgestörten Menschen beeinträchtigt. Das heißt, die Fähigkeit, ein differenziertes Selbstbild zu entwickeln, zu wissen, wer ich bin, zu sagen, wer ich bin, über die Zeit hinweg auch stabil zu bleiben, die haben wir häufig beeinträchtigt und genauso das Bild der anderen. Und da kommt dieses berühmte Schwarz-Weiß-Sehen hinein. Also im einen Moment finde ich mich ganz großartig, im anderen Moment finde ich mich furchtbar.
Im einen Moment finde ich meinen Partner ganz wundervoll, idealisiere ihn oder sie, im nächsten Moment hasse ich ihn. Und dieses Schwarz-Weiß-Sehen, dieses Hin- und Her-Geworfensein zwischen verschiedenen Wahrnehmungen, vom Selbst und von den anderen, von meinem Geschmack, von meinen Lebenszielen, meinen Berufswünschen, meinen Hobbys. Das ist typisch für das, was wir Identitätsdiffusion nennen, also eine diffuse, unklar definierte Identität, ein Selbstwertgefühl und eine Wahrnehmung der anderen. Wenn wir Diagnosen stellen, fragen wir auch unsere Patientinnen und Patienten, können Sie sich selbst beschreiben? Was sind Sie für ein Mensch? Können Sie Ihren Partner beschreiben? Was ist der für ein Mensch? Und schauen, ob das gestalthaft, ganzheitlich und integriert ist, das Bild, oder ob es ein Schwarz und Weiß und Puzzleteile sind, wo gar kein ganzer Mensch sichtbar wird, sondern immer nur Teilaspekte. Also Menschen mit Persönlichkeitsstörungen können oft nur Teilaspekte von sich und anderen wahrnehmen. Und das andere, was sie sonst auch noch kennen und was in anderen Zeiten da war, können sie dann gar nicht mehr quasi wahrnehmen, erinnern, mitbedenken. Du bist immer so schrecklich zu mir. Und dann vergesse ich, dass es auch Momente gibt, wo ich gesagt habe, ich liebe dich sehr, weil es gestern Abend vielleicht war und heute bin ich in ganz anderer Verfassung und habe das schon fast vergessen. Die Abwehrmechanismen, das ist was ganz Spannendes. Was ist ein Abwehrmechanismus? Das ist sozusagen das, was der Schmerz fürs Körperliche ist, nämlich eine Funktion, uns zu schützen, den Finger von der heißen Herdplatte wegzuziehen, damit wir körperlich unversehrt bleiben. Ist das so quasi übertragen ins Psychische, ins Seelische? Also das sind Schutzmechanismen, die uns helfen, unser inneres Gleichgewicht aufrechtzuerhalten, nicht überflutet, überwältigt zu werden von inneren Gefühlen, von Schmerz, von Angst, weiter funktionieren zu können. Also, wenn ich gestern einen schrecklichen Streit hatte mit meiner Frau und Angst habe, dass die Ehe zu Brüche geht, in die Brüche geht, dann belastet mich das ganz furchtbar. Jetzt habe ich aber einen ganz wichtigen Termin, eine wichtige Prüfung, ein Vorstellungsgespräch. Dann hilft mir meine Abwehr, diese Gedanken und Gefühle von zu Hause für eine Stunde ins Unbewusste zu verschieben, aus meinem Bewusstsein herauszubringen und dann hinterher natürlich mir auch wieder herzuholen. Das wäre das Gesunde. Das können wir und tun wir alle hoffentlich relativ gut. Das nennen wir intrapsychische Abwehr. Ich kann das mit mir selbst ausmachen, kann meine Belastungen, meine störenden Gedanken beiseite schieben und weiter gut funktionieren und klarkommen. Menschen mit Persönlichkeitsstörungen haben damit Probleme. Die können das nicht so gut, diese Abwehr. Das heißt, die werden auch nicht so einfach diese störenden Anteile los. Die werden überflutet von ihren Gefühlen, von Ängsten, von psychischen Schmerzen. Die handeln impulsiv, rennen davon, werden aggressiv, weil sie eben nichts aus ihrem Bewusstsein dauerhaft entfernen können. Und verwenden dann häufig, um sich irgendwie noch zu stabilisieren, die sogenannte interpersonelle Abwehr. Das ist etwas kompliziert, aber wenn man es einmal kennt, sehr eindrucksvoll, weil man es dann immer wieder erkennt. Das heißt, das, was ich in mir selbst nicht aushalte, wird in das Gegenüber verlegt, wir sagen projiziert, und dann im anderen induziert. Ich verhalte mich so, dass der auch selber glaubt, er hat es in sich. Und dann bekämpfe ich es im anderen, was mein eigenes ist. Also die eigenen Schwächen werden im anderen wahrgenommen und der andere kriegt Vorwürfe. Dafür möchte ich Ihnen, weil es mir so wichtig ist, ein Beispiel geben. Stellen Sie sich vor, Sie sind heute tagsüber von Ihrem Chef, Ihrer Chefin ganz schrecklich erniedrigt, beschimpft, entwertet worden, bedroht worden, dass er Sie rauswirft. Oder sie hat gesagt, sie sind total unfähig, sie arbeiten so schlecht, sie sind ein Versager. Wenn ich könnte, würde ich sie auf der Stelle rauswerfen. Am besten sie kündigen und lassen sie hier nicht mehr sehen. Sie kommen nach Hause und sind natürlich vollkommen fertig und haben Sorge und Angst und haben alle Mühe, sich zu stabilisieren. Ein reifer Mensch, gesunder Mensch, wird das nach Hause kommen. Wird sehen, die Familie sitzt da schon am Abendessenstisch, wird sich dazusetzen und solange die kleinen Kinder da sind, sich relativ normal verhalten. Und wenn die Kinder weg sind, dann wird er zu seinem Partner, zu seiner Partnerin sagen, du,
mir geht's beschissen, ich habe einen schrecklichen Tag gehabt, stell dir vor und erzählt die Geschichte. Dann funktioniert die Abwehr tipptopp. Wenn ich jetzt schon so ein bisschen neurotisch bin, noch nicht mit einer Persönlichkeitsstörung, es sind diese Persönlichkeitsfunktionen noch ganz gut erhalten, dann wird man mir schon anmerken, dass ich schlecht drauf bin. Dann sitze ich mit so einem Gesicht da und die Kinder denken sich, oh, wir sagen lieber nichts, der Papa ist schlecht drauf und alle merken, wie ich mich quäle. Aber ich sage nichts und mache nichts, sitze nur da. Wenn ich jetzt aber eine Persönlichkeitsstörung habe und mit dieser interpersonellen Abwehr arbeite, dann schaut es ganz anders aus, mein Verhalten. Ich komme nach Hause, schaue mich einmal um, sehe, der Abendessenstisch ist noch gar nicht gedeckt. Meine Frau biegt um die Ecke und sofort attackiere ich sie und sage, na, das habe ich gern, du solltest dich schämen. Nicht? Ich arbeite hier 10 Stunden am Tag für die Familie, ich verdiene hier das Geld, du sitzt ja die ganze Zeit nur im Nagelstudio und spielst Tennis und ich komme abends um 7 nach Hause und es ist nicht einmal der Tisch gedeckt. Schäm dich, wenn ich meine Arbeit so machte wie du. Ja, also sofort kommt die Attacke quasi aus dem Nichts und da würden wir sagen, liegt eine interpersonelle Abwehr vor. Dieser entwertete Anteil des Selbst, diese Minderwertigkeitsgefühle infolge der Attacke des Chefs, wird sofort auf die Frau verschoben und in der Frau bekämpft. Jetzt ist die Frau die schlecht arbeitet und versagt hat. Und ich kann sie so richtig fertig machen, genau wie der Chef mich fertig gemacht hat. Und das nennen wir interpersonelle Abwehr. Ich könnte Ihnen viele Beispiele erzählen. Sie werden das auch aus dem richtigen Leben vielleicht kennen, manchmal, wenn man irgendwo in ein Geschäft hineingeht und plötzlich aus dem Nichts heraus, ohne dass man sich irgendetwas bewusst ist, Vorwürfe oder irgendwelche unangebrachten Bemerkungen hört, dann haben wir es meistens mit so einer interpersonellen Abwehr zu tun. Auch das ist typisch für Menschen mit Persönlichkeitsstörungen. So, und das, was wir am meisten wahrscheinlich zu spüren kriegen, ist die Beziehungsfähigkeit. Häufig ist bei Menschen mit Persönlichkeitsstörungen die Beziehungsfähigkeit in charakteristischer Weise beeinträchtigt. Wir sagen, die Qualität der Objektbeziehung, also die Beziehungsqualität, ist beeinträchtigt. Partnerschaften, Freundschaften sind nicht mehr dauerhaft für beide Betroffenen gleichermaßen befriedigend. Es fehlt die Objektkonstanz, es fehlt die Fähigkeit, ein stabiles inneres Bild vom anderen zu entwickeln und aufrechtzuerhalten, wenn der weg ist. Das klingt so banal, aber wenn Sie die Erfahrung schon mal gemacht haben mit einem Angehörigen, mit Bekannten, mit Freunden, dass das nicht funktioniert, dann kann das ganz schön schwierig werden. Also, wenn Ihr Partner, wenn Ihre Partnerin übers Wochenende dienstlich irgendwohin verreist, dann überlegen Sie sich, welchen Freund, welche Freundin treffe ich, was unternehme ich, in welches Museum gehe ich und freuen Sie schon auf Sonntagabend und kaufen schön ein und kochen was, wo Sie dann zu zweit feiern, dass Ihr Partner wieder da ist. Alles in Ordnung. Wenn wir aber jetzt jemanden mit einer Persönlichkeitsstörung haben, zum Beispiel mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung, dann verlieren die während der Abwesenheit des Partners die innere Sicherheit, dass er wiederkommt. Und wenn er wiederkommt, dass er sie genauso lieb hat wie vorher und die Beziehung genauso ist wie vorher. Also dann kommt plötzlich die Fantasie während der Abwesenheit des Partners, der trifft eine andere. Oder der kommt drauf, dass er mich gar nicht mehr so lieb hat. Nicht? Und dann kommt er wieder und dann sagt er mir das oder kommt überhaupt nicht oder kommt später. Und die ganze Angst setzt ein, die Verlustangst und es ist ganz schrecklich. Wir erleben so ziemlich das Gleiche bei Kindern unter 3 Jahren. Nicht? Wenn also ein Zweijähriges getrennt ist von den Eltern, von der Mutter, vom Vater und keine ausreichend gute Ersatzperson da ist, dann kriegt das auch die Krise. Also so ein bisschen wie wenn Sie nachts das Zweijährige im Wald alleine aussetzen, sitzen lassen und weggehen. Nicht? Dann kriegt das ja auch Angst, um Gottes Willen, kommt die Mama, kommt der Papa jemals wieder. Und dieses innere Gefühl haben viele Menschen mit Persönlichkeitsstörungen, die diese Objektkonstanz nicht haben. Der zweite Aspekt der Objektkonstanz ist die Fähigkeit, gleichzeitig verschiedene Aspekte des wichtigen anderen innerlich repräsentieren zu können, das heißt auf dem Schirm zu haben, emotional darauf zugreifen zu können. Also, wenn ich stinksauer bin auf meine Partnerin, meine Frau, weil sie irgendwas ganz Bescheuertes gemacht hat, was mich furchtbar kränkt.
dann werde ich nicht als reifer Mensch nicht ganz vergessen, dass das ja doch eigentlich die Frau ist, die ich liebe und mit der ich weiter zusammenleben will. Und dieser Puffer von Liebe sozusagen in meiner ganzen Wut verhindert, dass ich Dinge tue oder sage, die dann die Beziehung wirklich stören oder zerstören und die nicht wieder gut zu machen sind. Und dieses Gepuffertsein der Gefühle, diese Fähigkeit, auch wenn ich die negative Seite an meiner Frau sehe und mich schrecklich über sie ärgere, die positive nicht ganz zu vergessen und umgekehrt. Das ist auch ein Aspekt der Objektkonstanz. Und wenn das fehlt, wie bei Menschen mit Persönlichkeitsstörungen, dann ist es oft schwierig, weil ich im einen Moment idealisiert werde und im nächsten Moment ganz schrecklich entwertet werde und gekränkt werde. Abhängigkeitstoleranz, das ist auch interessant. Das betrifft viele Menschen mit Persönlichkeitsstörungen. Ganz dramatisch ist es bei Menschen mit narzisstischen Persönlichkeitsstörungen. Um eine reife Beziehung zu führen, muss ich in der Lage sein zu ertragen, dass der andere wichtig für mich ist und dass es mir ganz furchtbar wehtun würde, ihn oder sie zu verlieren. Das nennt man Abhängigkeit. Ich will ohne dich nicht leben. Vielleicht könnte ich, aber es wäre furchtbar schmerzlich, wenn du weg wärst. Und sich einlassen, jemand wirklich lieben, heißt eben Abhängigkeit zuzulassen. Letztlich heißt das ja auch, dass ich eine Verlusttoleranz habe. Das heißt, ich kann mir innerlich sicher sein, wenn ich den anderen verliere, wenn er mich verlässt, wenn er stirbt, dann ist das zwar furchtbar schmerzlich, aber ich werde es überleben und mein Leben geht weiter. Und diese Fähigkeit haben wir häufig bei Menschen mit Persönlichkeitsstörungen nicht. Und deswegen vermeiden die es, sich auf andere wirklich einzulassen, weil sie so Angst haben vor dem Verlust, weil sie so Angst haben vor der Abhängigkeit, weil sie das Gefühl haben, das entwertet sie, macht sie minderwertig, dass sie Abhängigkeit nicht zulassen. Gibt es tausend Wege, das zu vermeiden. Die Impulssteuerung, das ist das, was wir im Grunde als allererstes sehen, auch wenn wir Patientinnen oder Patienten sehen, ist jemand in der Lage, seine Gefühle, seine Impulse zu kontrollieren oder bricht das sozusagen aus ihm oder ihr heraus, wird sie überflutet? Und deswegen fragen wir immer, kommt es vor, dass sie gegen sich selbst oder gegen andere aggressiv werden, sich selbst schädigen, schneiden, verletzen, schlagen, betrinken, Drogen nehmen, Essanfälle haben, dass sie die Kontrolle über sich verlieren? Oder kommt es vor, dass sie gegen andere aggressiv werden? In Worten, in Taten? Ist es schon mal vorgekommen, dass sie jemanden körperlich angegriffen haben? Wirft jemand Gegenstände an die Wand? Macht sein Handy kaputt? Schmeißt den Fernseher aus dem Fenster? All das sind Beispiele für eine beeinträchtigte Impulssteuerung. Und die haben wir sehr häufig eben bei Menschen mit Persönlichkeitsstörungen. Das moralische Handeln. Also habe ich stabile innere Werte verinnerlicht, die mein Handeln lenken. Bei reifen Menschen ist das der Fall. Bei Menschen mit beeinträchtigter Persönlichkeitsfunktion lässt diese moralische Funktion langsam nach. Im Extremfall landen wir bei den antisozialen Persönlichkeiten, die andere ohne mit der Wimper zu zucken schädigen können. Narzisstische Menschen, die sehr ichbezogen sind, können sozusagen aus der Überzeugung der eigenen Grandiosität und Überlegenheit Dinge, also andere Menschen schädigen, nur weil sie glauben, das kommt ihnen zu. Nicht? Also ich denke immer an einen Kunstgeschichtsprofessor, der teure Bildbände in den Buchhandlungen gestohlen hat und darauf angesprochen gesagt hat, na wissen Sie, ich bin der beste und gescheiteste Kunsthistoriker der Stadt. Und an der Universität werde ich miserabel bezahlt. Das ist schon eine Zumutung. Eigentlich ist diese Gesellschaft es mir schuldig. Eigentlich müssten die mir gratis diese Bücher nach Hause schicken, weil kein Mensch sie so braucht und so verstehen kann wie ich. Das tut aber die Gesellschaft nicht, also hole ich mir, was mir zusteht. Ja, das ist also eine grandiose Verdrehung moralischer Werte. So viel zu dem, was viele Persönlichkeitsstörungen verbindet, eben diese beeinträchtigten Persönlichkeitsfunktionen.
Wir kommen jetzt zum zweiten Teil. Ich möchte Ihnen die 10 verschiedenen Persönlichkeitsstörungen kurz charakterisieren. Fangen wir an mit dem sogenannten Cluster A. Das sind die ersten drei. A, das sind die, die so sehr merkwürdig, misstrauisch, exzentrisch sind, die man irgendwie komisch findet. Zunächst einmal die paranoide Persönlichkeitsstörung. Das sind die Menschen mit dem extremen Misstrauen, die immer glauben, die anderen haben was gegen sie. Und die dann also sozusagen den anderen Böswilligkeit unterstellen. Sie verdächtigen andere ohne Grund, ausgenutzt und geschädigt, getäuscht zu werden. Sie zweifeln an der Loyalität von Freunden und Partnern. Du bist bestimmt fremdgegangen. Vertrauen sich nur zögernd anderen Menschen an. Nein, lieber gebe ich nicht zu viel von mir preis. Das soll keiner von mir wissen. Wer weiß, die verwenden das eines Tages gegen mich. Harmlose Bemerkungen haben plötzlich eine bedrohliche Bedeutung. Der hat sich sicher was gedacht, als er das daher gesagt hat. Der wollte mich fertig machen. Nachtragend. Können lange nicht verzeihen. Fühlen sich angegriffen, auch wenn das gar nicht der Fall ist, und reagieren aber dann mit dem Gegenangriff. Angriff ist die beste Verteidigung. Nicht? Also ich attackiere sofort das Gegenüber, bevor der die Chance hat, mich anzugreifen. Das kann natürlich verbal, aber gelegentlich auch mal körperlich sein. Und hier kommt nochmal extra, die unbegründete Eifersucht auf den Partner. Und davon müssen jetzt 4 von 7 Kriterien erfüllt sein und dann bekommt man die Diagnose, wenn auch die allgemeinen diagnostischen Kriterien erfüllt sind. Die zweite ist die schizoide Persönlichkeitsstörung. Das sind die, die immer so distanziert und unerreichbar sind, so kühl erscheinen. Man hat das Gefühl, die haben überhaupt kein Interesse an Beziehung, Freundschaft oder gar Liebe oder Familie. Die machen am liebsten alles alleine. Die haben kaum Interesse an erotischen, sexuellen Erfahrungen mit anderen Menschen. Man hat den Eindruck, die haben an fast nichts Freude, egal was sie machen. Es gibt gar nicht wirklich Freunde und Vertraute außer den Verwandten, den Engsten. Lob und Kritik erscheint gleichgültig und sie wirken so unemotional, kalt und distanziert. Und man hat also das Gefühl, wenn man es mit den Menschen zu tun hat, man ist immer wie durch so eine Glaswand getrennt und man dringt nicht vor, man kommt nie ans Innerste dran. Das sind in der Regel Menschen, die tief innen natürlich eine Sehnsucht haben nach Nähe und Liebe, die aber die Erfahrung gemacht haben, dass schon in der Kindheit ihre Grenzen immer und immer wieder überschritten wurden. Und dass sie sich besser schützen und auf nichts einlassen, weil dann tut's nur weh. Und anders als die Paranoiden, die ähnliche Erfahrungen haben, gehen sie nicht zum Angriff über, sondern bauen große Mauern auf, sodass keiner mehr durchkommt. Das ist eigentlich ein Schutzpanzer. Die Schizotype-Persönlichkeitsstörung, da wissen wir nicht so genau, ist es eine Persönlichkeitsstörung oder nicht. Das ist nochmal eine Steigerung der Schizoiden, wo man schon das Gefühl hat, die sind aber sehr merkwürdig und sehr schräg. Manchmal glaubt man auch, haben die nicht vielleicht eine Schizophrenie? Also die haben Beziehungsideen, nicht? Die glauben also, da sind irgendwelche Beziehungen oder irgendwelche Absichten, die de facto nicht da sind, haben so merkwürdige, magische Vorstellungen, Hellseherei, Telepathie, Aberglaube. Aber nicht so, wie es die meisten von uns irgendwie ein bisschen haben, sondern in auffälliger Weise, dass es schon bizarr erscheint. Merkwürdige Körperwahrnehmungen, oft eine ganz merkwürdige Denk- und Sprechweise, übersteigertes Misstrauen, Gefühle, Affekte, wo man das Gefühl hat, das passt ja gar nicht zu dem, was eigentlich gerade los ist. Sie wirken so exzentrisch, auch die haben keine Freunde und Vertrauten. Und eine große soziale Angst und mögen eigentlich auch nicht unter Menschen sein. Also das ist schon eine Steigerungsform möglicherweise auf halbem Weg zu einer schizophrenen Erkrankung. Jetzt kommen wir zum Cluster B. Das sind die Klassiker. Also die berühmten Persönlichkeitsstörungen, die haben Sie alle schon mal gehört. Die dramatisch Extrovertierten. Nicht? Also bei denen ist immer was los in der Nähe sozusagen. Die erste ist die antisoziale. Das sind die typischen delinquenten Menschen. Da fehlt eben vor allem dieses moralische Wertsystem.
die immer wieder natürlich sich delinquent verhalten, so dass sie festgenommen werden könnten von der Polizei, auch wenn es nicht rauskommt, aber wenn es rauskäme, würden sie die lügen, betrügen, andere zum persönlichen Vergnügen ausnutzen, ausbeuten, die sehr impulsiv sind, kaum vorausplanen können, aus dem Moment heraus rücksichtslos Dinge tun, die ihnen selbst oder anderen zum Schaden werden können. Reizbar, aggressiv, immer wieder Schlägereien, immer wieder zum Beispiel Überfälle. Die Missachtung der eigenen Sicherheit und der Sicherheit anderer. Also diese Raser, nicht, die nachts Autorennen in der Stadt machen und mit 200 fahren. Die bringen ja sich und andere in Gefahr. Verantwortungslosigkeit. Zusagen, Versprechen werden nicht eingehalten, ausgeliehenes Geld wird nicht zurückgezahlt, regelmäßig zur Arbeit gehen sie nicht hin. Und das Fehlen von Reue, von schlechtem Gewissen, Gleichgültigkeit, das interessiert mich nicht, wie es dem anderen geht. Also Sie merken schon recht dramatisch, da reichen schon drei Kriterien und dann gibt es die antisoziale Persönlichkeitsstörung. Die Borderline-Persönlichkeitsstörung, das ist vermutlich die bekannteste. Und auch, ich sage es jetzt schon vorweg, relativ häufig 1 bis 2% der Bevölkerung, also einer von 50 bis einer von 100. Da geht es um Instabilität. Wir sagen auch die emotional instabile Persönlichkeitsstörung. Affekte, Selbstbild, Beziehungen sind da betroffen. Das sind die Menschen, die ganz große Angst haben vor dem Verlassenwerden. Die haben dieses Gefühl von dem kleinen Kind, was sie nachts im Wald aussetzen. Und geraten in die vollkommene Panik, wenn sie alleingelassen sich fühlen, wenn sie Angst haben, verlassen zu werden, natürlich, wenn sie wirklich verlassen werden und tun alles, um das zu vermeiden. Also bis hin zum Stalking, bis hin zu erpresserischen Versuchen, den Partner an sich zu binden. Das geht einher mit sehr instabilen und intensiven zwischenmenschlichen Beziehungen, mit einem Wechsel zwischen extremer Idealisierung oder Entwertung. Das kennen Sie wahrscheinlich alle aus Freundschaften, vielleicht auch aus Partnerschaften. Man lernt sich kennen, Honeymoon, man denkt, ich habe den Freund des Lebens gewonnen, es ist alles ganz wundervoll. 3, 4 Wochen später plötzlich sieht man sich und der sagt, du bist ein Idiot, ich will dich nie wiedersehen. Wie konnte ich mich so täuschen? Und wir wissen überhaupt nicht, warum. Ganz plötzlich kommt es dazu. Dann die Identitätsstörung, diese Schwierigkeit, ein stabiles Selbstbild aufzubauen. Das sehr impulsive Verhalten, was häufig selbstschädigend ist, direkt oder indirekt. Erst einmal indirekt, Geld ausgeben, was ich nicht habe, Promiskuität, also Sexualität mit Fremden, auch ungeschützt, wo ich mehrere Risiken eingehe, infiziert zu werden, krank zu werden, aber auch Opfer einer Straftat zu werden. Substanzmissbrauch, Alkohol, Drogen. Rücksichtsloses Fahren, auch so Kamikaze-Sportler, die sich dann mit dem Mountainbike wie verrückt den Berg runterstürzen, ohne Rücksicht auf Verluste und schweren Schaden nehmen. Auch Essanfälle zählen da dazu. Und dann haben wir die direkten Selbstschädigungen, Suizidversuche, Selbstverletzungen, das berühmte Schneiden, Ritzen am Unterarm, da sieht man immer schon die Narben. Sich brennen, sich schlagen, sich stoßen, sich etwas injizieren. Da gibt es also ganz schlimme Manifestationen. Auch wenn jemand immer mit Selbstmord droht, gehört das schon dazu. Die affektive Instabilität, himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt, eben noch bester Laune, jetzt plötzlich in das schwarze Loch hineingefallen, vollkommen verloren, alle Hoffnung ist weg und das wechselt minütlich und stündlich. Chronische Gefühle von innerer Leere, vor allem wenn sie allein sind. Die heftige Wut gegen andere, die Fremdaggressivität, also verbal aggressiv, aber auch körperliche Aggressivität bei Männern mehr als bei Frauen. Die Frauen verletzen mehr sich selbst, die Männer mehr die anderen Menschen. Und vor allem die dissoziativen Symptome. Neben sich stehen, wie von außen auf die Szene schauen. Kontrolle über bestimmte Körperfunktionen verlieren. Die histrionische, früher sagte man die hysterische Persönlichkeitsstörung, das sind die schillernden, bunten, sehr dramatischen, wie die Schauspieler auf der Bühne, die immer auch so ein bisschen sexy und verführerisch sind. Denen geht es gar nicht gut, wenn sie nicht im Mittelpunkt stehen. Und deswegen sind sie dann immer ganz laut und drängen sich vor und sprechen laut und tun, bewegen sich, kleiden sich in einer Weise, dass sofort alle hinschauen.
und man immer das Gefühl hat, sie wollen geliebt sein, wollen sexy sein, verhalten sich oft unangemessen sexuell verführerisch, von der Kleidung her schon, sind auch provokant bisweilen, rasch wechselnder oberflächlicher Gefühlsausdruck eben, das ist wie die Schauspieler auf der Bühne, hochdramatisch. Die körperliche Erscheinung wird eingesetzt, um Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Also ich zeige viel von meinem Körper, wie toll, wie trainiert, wie attraktiv der ist, kleide mich natürlich auch so, sehr dekolletiert, sehr körperbetont, zeigt meine Muskeln, was auch immer. Im Sprachstil, der ist immer so ein bisschen oder oft so ein bisschen unpräzis impressionistisch, dass man gar nicht so genau weiß, was ist jetzt los, worum geht es jetzt eigentlich. Selbstdramatisierung, Theatralik, übertriebener Gefühlsausdruck, Suggestibilität, also man schlägt ihnen was vor, könnte es nicht so und so sein und sofort sind sie überzeugt, ja, genau so ist es. Und fasst die Beziehungen enger auf, als sie sind. Also ich habe so eine Dame in meiner Verwandtschaft, die kommt immer, wenn sie mit dem Zug ankommt, sagt sie, oh, ich habe eine neue beste Freundin. Wir haben uns unsere ganzen Lebensgeschichten erzählt in den 5 Stunden Zugfahrt. Ich weiß jetzt alles über sie und und die narzisstische Persönlichkeitsstörung, das ist die, unter der natürlich die Familie häufig beträchtlich leidet und die Partner. Das sind die Menschen, die sich immer großartig finden, immer überzeugt sind, sie sind eigentlich besser als die anderen und verdienen Sonderbehandlung und alle Privilegien, wirken dabei und sind es oft auch wenig empathisch, immer nur auf sich selbst bezogen. Grandioses Gefühl der eigenen Wichtigkeit. Die müssen doch alle mich, also erkennen, dass ich viel gescheiter, viel besser, viel toller bin als alle anderen. Die Fantasien des grenzenlosen Erfolges. Ich werde mal meine Million machen. Ich werde ganz mächtig sein. Ich werde Chef sein. Ich werde die ideale Liebesbeziehung finden, den idealen Partner in der Zukunft wird alles ganz toll sein. Ich bin einzigartig und kann auch nur mit besonderen Menschen verkehren, also bei uns in den Krankenhäusern sind das immer die, die zu jedem Assistenzarzt sagen, da wollen Sie nicht mal den richtigen Arzt holen, also Sie wollen ja wohl nicht ernsthaft mit mir reden, nur der Chef darf mit mir reden. Verlangen nach Bewunderung. Dieses Anspruchsdenken ist ja wohl klar, dass Sie für mich eine Ausnahme machen werden und dass Sie die Küche in Ihrem Restaurant jetzt um 11 Uhr abends nochmal anwerfen, damit ich ein warmes Essen bekomme. Sind häufig ausbeuterisch, nutzen andere Menschen aus zum eigenen Vorteil. Auch da eben die Empathie fehlt so ein bisschen. Also sie können sich kognitiv einfühlen, also sie wissen ganz genau, was die anderen wollen und brauchen und was sie tun müssen, um das zu kriegen, was sie vom anderen wollen. Aber das ist nicht emotional unterfüttert, sondern mehr so ein theoretisches Wissen. Der Neid ist der typisch narzisstische Affekt. Ich will das, was die anderen haben. Ich will das auch können. Oder ich will nicht, dass die das tolle Auto haben. Und glauben auch andere beneiden sie, weil sie ja so toll und überlegen sind. Und die Arroganz zählt dazu. So, und jetzt die dritte Gruppe, das sind die ängstlich Vermeidenden. Das sind die stillen Persönlichkeitsstörungen. Die merkt man eigentlich kaum, allenfalls, weil sie unsicher sind und sich nie so richtig raustrauen. Eine der häufigsten Persönlichkeitsstörungen überhaupt ist die vermeidend selbstunsichere. Also ich glaube immer, ich bin quasi kleiner, dümmer, schlechter. Die anderen sehen das, die kritisieren mich, die entwerten mich. Und weil ich so Angst habe zu versagen, kritisiert, zurückgewiesen zu werden, vermeide ich Beziehungen. Was soll ich zu der Party gehen? Mit mir tanzt ja doch keiner. Das erspare ich mir, ich bleibe lieber zu Hause. Auch in intimen Beziehungen wirken sie oft gehemmt und können kaum aus sich rausgehen, weil sie Angst haben, dass dann ihre Partner sie auslachen. Ne? Wie kann man so unbeholfen sein partnerschaftlichen Dingen? Denken immer, wenn sie nur mit anderen zusammen sind, oh Gott, gleich werde ich kritisiert, gleich werde ich abgelehnt. Und ich mache ja sowieso alles nicht gut genug und nicht richtig. Deswegen wirken sie eben so gehemmt, halten sich für unbeholfen und unattraktiv. Ich bin nun einfach mal kleiner, dümmer und hässlicher als alle anderen. Schade, kann man nun aber auch nicht mehr ändern. Deswegen vermeiden sie alle Risiken, alles Neue, was sie ausprobieren könnten, weil sie Angst haben vor dem Scheitern. Die Dependenten, das sind die, die die Sorge haben, alleine kommen sie nicht klar. Also ich kann nichts für mich entscheiden, wenn ich was
bestelle im Restaurant, frage ich meinen Partner, was nimmst du? Der sagt, na, ich nehme das Gleiche. Was soll ich heute anziehen? Brauche jemand, der die Verantwortung für mich übernimmt, der die Kontoführung zum Beispiel übernimmt, der entscheidet, wo wir auf Urlaub hinfahren, der die Einkäufe macht und so weiter. Kann meine Meinung nicht vertreten, weil ich Angst habe, wenn ich allzu selbstbestimmt bin, dann lassen die mich allein und kümmern sich nicht mehr weiter um mich. Ich traue mich auch nicht alleine, was anzufangen und denke, na, ich brauche immer einen, der mich an der Hand nimmt und mir sagt, wie es geht. Ich tue alles, um die Zuwendung der anderen zu erhalten, auch unangenehme Sachen, nur damit sie sich weiter um mich kümmern und mich nicht allein lassen. Hab Angst, alleine nicht klarzukommen. Brauche immer eine Beziehung. Das ist sehr eindrucksvoll. Ich habe mal eine Patientin, die hat mir mal berichtet, da hat mich mein Partner verlassen. Das war ganz schrecklich. Wie soll ich denn alleine zurechtkommen? Aber wissen Sie, was ich gemacht habe? Ich habe mein kürzestes Kleid angezogen, bin losgegangen in die Disco und der erste, der mir begegnet ist, den habe ich mir gepackt und mit nach Hause genommen und das ist jetzt mein Partner. Also aus dieser Angst, alleine nicht zurechtzukommen, immer jemand zu brauchen, haben Sie dann ganz schnell wieder jemanden, der sich um Sie kümmert und Sie unterstützt. Und jetzt die letzte ist die zwanghafte Persönlichkeitsstörung. Das sind die berühmten Perfektionisten, die aber so perfektionistisch sind, dass sie den Kram gar nicht mehr fertig bekommen und sich ständig nur damit beschäftigen, was sie möglicherweise falsch gemacht haben. Alles muss ganz ordentlich, ganz perfekt sein. Die super Buchhalter, dauernd mit Regeln, Details, Listen, Ordnung, Organisation beschäftigt, sodass sie gar nicht mehr den eigentlichen Spaß an der Sache haben. Perfektionismus, der ist aber so groß, dass sie ihre Sachen nicht fertig kriegen. Also wenn jemand perfektionistisch ist, das ist ja nichts Schlimmes. Aber wenn es dazu führt, dass ich meine Doktorarbeit nie abgebe, auch nach 10 Jahren nicht, weil ich glaube, sie muss immer noch besser und perfekter werden, dann ist es ein Problem. Übermäßig viel Zeit. Nein, ich habe keine Zeit, ich muss noch was fertig arbeiten, ne, ohne dass Not besteht. Ganz gewissenhaft, skrupulös, rigide. Das ist nun mal Vorschrift, bei Rot geht man nicht über die Ampel. Auch die Sammelleidenschaft, dieses Horten, nichts wegwerfen können. Man könnte es ja eines Tages nochmal gebrauchen. Die Unfähigkeit, mit anderen zusammenzuarbeiten, außer die machen genau, was ich will, weil ich es nicht ertrage, dass es anders gemacht wird, als ich es gern hätte. Und der Geiz, typisch. Man muss immer sparen, man weiß ja nie, was kommt. Immer genug am Konto haben und bloß nicht zu viel hergeben. Und eine sehr rigide Einstellung zu allem und jedem. Das war so ein Schnelldurchlauf durch die 10 verschiedenen Persönlichkeitsstörungen. Dazu gibt es sicherlich nachher noch Meinungen und Fragen. Jetzt noch ein paar allgemeine Fakten, bevor wir dann schauen, was kann man denn tun. Wie häufig sind denn Persönlichkeitsstörungen? Da gibt es sehr große Studien aus verschiedenen Ländern an Zehntausenden von Menschen. Und wir wissen heute ziemlich genau ungefähr 10% der Bevölkerung. Also jeder zehnte Mensch hat eine dieser Persönlichkeitsstörungen. In unseren psychiatrischen Kliniken ist es etwa die Hälfte, die davon betroffen sind. Meist haben die noch was anderes, eine Depression dazu, aber häufig eben auch die Persönlichkeitsstörung. So, und jetzt zu der wirklich wichtigen Frage, wie entstehen denn Persönlichkeitsstörungen? Inzwischen wissen wir das relativ genau, weil es sehr, sehr viele Studien dazu gibt. Etwa die Hälfte ist eine Veranlagung. Das ist schon in den Genen. Das sind natürlich die Gene der Eltern, aber manchmal, wie Sie wissen, verändern die sich ja auch während der Vererbungsphase sozusagen von selbst ein bisschen, die sogenannte Spontanmutation. Das sind die biologischen Faktoren. Das beeinflusst die Struktur des Gehirns und die Funktion des Gehirns. Und dann gibt es die schwierigen Kindheitserfahrungen, die belastenden, die traumatisierenden. Also Vernachlässigung, Misshandlung, auch sexueller Missbrauch. Also die schwierigen Beziehungen in der Kindheit, meist ja mit den Eltern, und die Veranlagung zusammen verändern das Gehirn und die Gehirnfunktion. Und die steht in ständiger Wechselwirkung mit den psychosozialen Faktoren, mit den Persönlichkeitszügen, mit der Persönlichkeitsfunktion. Die habe ich Ihnen vorhin vorgestellt. Also immer zusammen. Gene und Erziehung.
etwa halbe halbe mischt sich das. Und je nachdem, was für eine Veranlagung und welche Art der Beziehungserfahrung ich habe, kommen dann am Ende die typischen Symptome, die ich Ihnen eben gezeigt habe, hervor. Ganz wichtig ist mir jetzt aber, diesen Zusammenhang noch kurz zu reflektieren. Und das ist ein Buch, was durchaus interessant ist, zumindest wenn Sie diese antisoziale, psychopathische Seite der Persönlichkeit interessiert. Es gibt kein Gen, was man vererbt kriegt und dann hat man die Persönlichkeitsstörung XY, borderline narzisstisch, was auch immer. Sondern es gibt eine sehr, wie soll ich sagen, so allgemeine Eigenschaften, Persönlichkeitszüge, zum Beispiel sowas wie Impulsivität, sowas wie Empathiefähigkeit, sowas wie emotionale Stabilität. Das wird vererbt. Und was dann daraus wird, das entscheidet die frühe, in der Regel die Kindheit, die Beziehungserfahrungen. Und man kann eben durch die frühen Beziehungserfahrungen sehr, sehr viel kompensieren. Und man kann bei wenig Veranlagung durch ganz schlimme Erfahrungen sehr, sehr viel zerstören. Bei ganz viel Veranlagung durch sehr gute Erfahrungen sehr, sehr viel kompensieren und aufhalten. Das geht natürlich auch später im Leben noch. Also viele Menschen mit Persönlichkeitsproblemen werden durch stabile, gute Liebesbeziehungen quasi geheilt oder durch eine Psychotherapie. Da kommen wir gleich noch drauf. Und dieses Buch deswegen empfehle ich Ihnen, das ist eine ganz kuriose Geschichte. Dieser Herr James Falloon, ein Amerikaner, ein amerikanischer Forscher, ein Hirnforscher, der hat als erster Untersuchungen am Gehirn vom Psychopathen gemacht, von den Massenmördern, ja, von den ganz schlimmen Straftätern und hat bestimmte Hirnregionen gefunden, wo er gesagt hat, wenn da nichts zu sehen ist, keine Aktivität zu sehen ist bei bestimmten Situationen, dann sind das Psychopathen, die zeigen zum Beispiel keine Empathie. Nicht? Also da, wo bei anderen bei Empathie das alles aufleuchtet in diesen Untersuchungen vom Gehirn, bleibt bei denen alles tot, die spüren nichts. Und dann hatte er das also beschrieben und veröffentlicht und dann haben sich seine Mitarbeiter einen Spaß gemacht und haben ihm sein eigenes Gehirnbild hingelegt und haben ihn gefragt, was hat denn der Typ? Und hat sich angeschaut, gesagt, ganz klar, das ist ein Psychopath. Und das hat ihn dann ziemlich fertig gemacht. Und das beschreibt er sehr nett in diesem Buch, was er über sich selbst schreibt, und hat gesagt, wie kann denn das sein? Ich bin hier Professor und eigentlich habe ich auch noch nie, war noch nie im Gefängnis und habe auch noch nie jemanden umgebracht. Und trotzdem sieht mein Gehirn so aus wie von diesen Massenmördern. Und dann hat er seine ganzen Freunde gefragt und seine Arbeitskollegen, was haltet ihr denn von mir? Dann haben die alle gesagt, naja, bist ja unser Freund, aber wenn wir ganz ehrlich sind, du bist schon so ein kleines Arschloch. Und das hat ihm weiterzudenken gegeben. Dann hat er seine Familie erforscht und ist draufgekommen, es gab 100, 200 Jahre früher eine ganze Reihe von Mördern in seiner Familie. Das hat ihn dann auch sehr beschäftigt. Und jedenfalls, es kam dann, um das abzukürzen, kam dann schließlich für ihn die Erkenntnis heraus, er hat offenbar eine genetische Veranlagung, zum Psychopathen zu werden und zum Massenmörder zu werden. Aber er hat wirklich nette Eltern gehabt. Und er hat wirklich eine tolle Kindheit gehabt. Und die waren total lieb zu ihm und er hat sich immer geliebt gefühlt. Und die haben quasi diese Entwicklung in Richtung Persönlichkeitsstörung verhindern können. Und er hat dann aber Züge an sich beschrieben, sehr ehrlich und sehr offen, wo er sagt, da war ich das totale Arschloch. Also sein bester Freund hat ihn als Trauzeugen zur Hochzeit eingeladen. Und er ist am Morgen vor der Hochzeit ein Trinken gegangen in Las Vegas und hat sich gedacht, ach, jetzt gehe ich lieber ins Spielcasino. War im Spielcasino, hat die Hochzeit, obwohl er es wusste, ist halt einfach nicht hingegangen. Es war ihm wurscht. Nicht? Und da gibt es eine ganze Reihe von solchen Geschichten, wo er so offensichtlich gewissenlos war. Aber er hatte gelernt und erfahren, dass man bestimmte Dinge eben nicht macht, weil es ganz blöde Konsequenzen hat. Für ihn oder vielleicht so ein bisschen auch für andere, zumindest theoretisch war ihm das klar, wenn auch nicht emotional. Das heißt, der hatte diese Veranlagung, aber die war kompensiert. Und das ist für uns so wichtig in der Psychotherapie. Wir werden nie diese Veranlagung entfernen. Nicht? Und jemand mit so einer Veranlagung wird nie ein ganz fürsorglich, liebevoller, treuherziger Familienvater sein,
sondern der wird immer seine Eskapaden haben und machen und leben. Aber wenn er Glück hat und positive Beziehungserfahrungen macht oder wenn die Psychotherapie hilft, dann können wir ihn dahin kriegen, dass er in einigermaßen sozial verträglichen Grenzen sein Leben führen kann. Und das gilt für alle Persönlichkeitsstörungen. Sie werden nie einen Menschen umkrempeln. Sie werden nie sein Temperament verändern, diese angeborenen Teile. Aber sehr wohl können wir Verhalten und Erleben nachreifen lassen und dann eben helfen, dass sie in Beziehungen, dass sie mit sich selbst, dass sie im Beruf besser zurechtkommen. Und jetzt, letzter Schritt, wie läuft denn die Therapie von Menschen mit Persönlichkeitsstörungen? Das ist eine deutsche Leitlinie, wo ich auch mitgearbeitet habe. Die ist schon 10 Jahre alt, aber das, was ich Ihnen jetzt zeige, ist immer noch unverändert aktuell. Erste wichtige Aussage, die Psychotherapie ist die Therapie der ersten Wahl. Da gibt es überhaupt keine Frage, die ganze Welt weiß das. Menschen mit Persönlichkeitsstörungen brauchen Psychotherapie, primär. Und für die Borderline-Störung, die ist am besten erforscht, da gibt es 4 spezielle Therapieverfahren, wo auch wissenschaftliche Nachweise da sind. Wir machen diese übertragungsfokussierte Psychotherapie, das ist eine aus der Psychoanalyse entstammende, aber es gibt eben auch andere verhaltenstherapeutische Ansätze, die wirksam sind, das ist bewiesen. Und diese Therapien dauern lang. 2 bis 3 Jahre, also ich habe auch Therapien erlebt, wo es 5, 6 oder 8 Jahre waren. Wir haben eine wissenschaftliche Studie gemacht, Menschen mit Borderline-Persönlichkeitsstörung, die waren schon nach 1 Jahr, 2 Mal pro Woche, deutlich gebessert, aber erst nach, naja, 3 bis 5 bis 6 Jahren so richtig gebessert. Nicht alle, aber sagen wir mal die Hälfte waren dann doch so viel gebessert, dass sie nicht mehr diese krassen Defizite hatten. Natürlich hatten die immer noch Angst vor Trennung und haben da schrecklich gelitten. Aber sie konnten dann doch arbeiten gehen, sie konnten Beziehungen führen, sie konnten eine gewisse Lebenszufriedenheit erreichen. Bei manchen Einzelnen ist das sogar sehr gut gegangen. Wenn die jung genug waren, früh genug gekommen sind, haben die dann ein relativ normales Leben auch. Zum Thema Medikamente, das ist ein ganz leidiges. Und ich schimpfe immer so ein bisschen mit den ärztlichen Kollegen, die so viel Medikamente verschreiben, wenn jemand eine Persönlichkeitsstörung hat. Oft tun die das aus Hilflosigkeit, weil ihnen sonst nichts einfällt. Aber es gibt kein Medikament, das zugelassen ist für die Behandlung von Menschen mit Persönlichkeitsstörungen. Das heißt, es ist alles off-label, ohne Zulassung. Man probiert es halt mal. Hoppla. Wir haben in diesen Leitlinien, das ist auch international bis heute unverändert, diese Auffassung gesagt, wenn Medikamente bei Menschen mit Persönlichkeitsstörungen, dann bitte nicht auf Dauer, sondern nur für ein paar Wochen, höchstens mal ein paar Monate, wenn jemand in der Krise ist, überhaupt nicht mehr schlafen kann, dauernd vor Angst so angespannt ist oder seine Impulse gar nicht mehr kontrollieren kann. Dann sagt man, okay, das machen wir jetzt mal 2 Wochen, 4 Wochen, 6 Wochen. Und natürlich, wenn jemand noch eine zusätzliche Erkrankung hat, wenn jemand eine Depression und eine Persönlichkeitsstörung hat, dann geben wir natürlich das Medikament für die Depression dazu. Aber davon ist die Persönlichkeit nicht geheilt am Ende. Das ist immer so wichtig. So, ich komme so langsam zum Landeanflug. Was können denn Sie, wenn Sie es jetzt privat mit jemandem zu tun haben, der eine Persönlichkeitsstörung hat, was können Sie denn tun? Was sind denn so die Empfehlungen? Also, das erste ist die Sache mit den Schuldzuweisungen. Häufig leiden die einen wie die anderen in solchen Paaren und Familien unter den gegenseitigen Schuldzuweisungen. Und sich da klar zu machen, die Menschen haben sich die Störung nicht ausgesucht, sondern da sind Gene dabei, da sind frühe Beziehungserfahrungen als kleine Kinder dabei, da können sie ja nun nichts dafür und die machen das jetzt nicht nur mit böser Absicht. Aber auch die Angehörigen und die Eltern sind nicht schuld. Also dafür, dass die Gene haben, können sie ja auch nichts. Und wenn wir jetzt mal von den Ausnahmen absehen, wo die Eltern wirklich gewalttätig waren, wirklich Missbrauch verübt haben, da gibt es natürlich eine Verantwortung für das, was passiert ist. Die sind ja oft selber krank. Aber wenn Sie sich im Rahmen, sagen wir mal, des
üblichen Verhalten haben, ihr Bestes gegeben haben, dann kann man keinen Eltern und keinen Angehörigen Vorwürfe machen. Das führt ja auch zu nichts, sondern dann soll man eher schauen, wie können wir von hier aus weitermachen. In den einzelnen Fällen, die es natürlich gibt bei Menschen mit Persönlichkeitsstörungen, wo Gewalt vorkommt, da müssen wir schauen, wenn die Betroffenen Opfer sind, dass wir sie schützen. Also das ist jetzt selten ja Ihre Aufgabe, aber wenn wir jetzt als Ärztinnen, als Ärzte sehen, da gibt es einen Partner, der die Frau immer wieder misshandelt, da gibt es Eltern, die das Kind immer wieder missbrauchen, dann ist es natürlich die wichtigste Aufgabe, das zu beenden, das Jugendamt einzuschalten, die Polizei einzuschalten, einfach um die Betroffenen zu schützen. Wenn es irgendwie geht, soll man natürlich auch den Tätern Beratung, Unterstützung angedeihen lassen, wenn sie jetzt nicht wirklich im strafrechtlichen Sinne eigentlich ins Gefängnis gehören. Und auch da sollten sie Therapie bekommen. Aber auch die haben in der Regel Persönlichkeitsstörungen und haben sich das auch nicht ausgesucht. Wichtig, glaube ich, für Sie, wenn Sie Menschen mit Persönlichkeitsstörungen in der Verwandtschaft haben, in der Familie haben, sie sollen, sie dürfen und sie müssen sich selbst schützen. Und es gibt immer wieder Situationen, gerade in Partnerschaften, wo man immer und immer wieder geschädigt und ausgebeutet wird. Und da darf man auch sagen, halt, stopp, das will ich so nicht. Und da darf man sich im schlimmsten Fall auch trennen oder auf Paartherapie bestehen oder. Diese Vorstellung, ich gebe alles nur, um meinen Partner gesund zu machen, zu retten, vom Alkohol loszubringen, ihm die Gewalttätigkeit abzugewöhnen, ist oft eine Illusion, manchmal nicht, wie ich vorhin gesagt habe. Aber wenn es überhaupt klappen soll, dann nur, wenn es Ihnen selber gut geht dabei. Das heißt, dass Sie sich sicher fühlen können. Nicht? Und ganz tragisch erleben wir immer wieder die meistens Frauen, Partner, Partnerinnen von Alkoholkranken, Männern oder Frauen, die immer und immer wieder Opfer von Gewalt werden und immer wieder mitmachen und doch dort bleiben und sagen, es muss doch besser werden. Und da ist mein Appell, da muss man auch mal in der Lage sein, einen Schlussstrich zu setzen und zu sagen, entweder oder und irgendwann dann auch zu gehen. Einfach um sich zu schützen. Überhaupt das Grenzen setzen ist von zentraler Bedeutung. Das ist ein bisschen wie in der Kindererziehung. Ja, also wenn ich an meine 14- und 16-jährigen Töchter denke, da ist ja in der Pubertät, ist man von morgens bis abends mit Grenzen setzen beschäftigt. Und die brauchen das, damit sie gesund groß werden können. Und ein bisschen ähnlich ist es auch bei Erwachsenen mit Persönlichkeitsstörungen. Es ist für die Betroffenen auch leichter, wenn wir sagen, halt, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Ich will das so und das mache ich so nicht mit. Echt? Und wenn man das sehr klar kommuniziert und so eine Art Vertrag miteinander macht, wie man miteinander umgeht, dann fällt vieles leichter. Das, was wir sekundärer Krankheitsgewinn nennen, ist sozusagen die Vergünstigung, die ein kranker Mensch aus der Erkrankung zieht. Also, wenn er immer und immer, wenn er E-Pension bekommt, wenn er immer und immer Zuwendung bekommt dafür, dass er krank ist, dann fällt es ihm schwerer, gesund zu werden. Bei unserem tollen Sozialsystem, was wir haben, sind wir gelegentlich ganz verzweifelt als Ärzte und Therapeuten, wenn nämlich Menschen mit schweren Persönlichkeitsstörungen die Wohnung bezahlt bekommen, soziale Unterstützung, Geld bekommen. Neulich sagte mir ein junger Mann, der eben von der staatlichen Unterstützung lebt, auch er ist so froh, er braucht gar nichts, er hat jetzt sein neues Auto und fährt dauernd rum, das ist doch toll und die Wohnung ist auch groß genug und er hat zwei Freundinnen, was soll er arbeiten gehen, was soll er Therapie machen? Und das nennen wir sekundärer Krankheitsgewinn. Das heißt, wenn wir uns zu sehr kümmern und ihnen alles abnehmen und jedes Leid ersparen, dann können wir auch dazu beitragen, dass die Betroffenen eben nicht gesund werden, sondern sagen, ach, mir geht's doch sowieso so gut, warum soll ich mich verändern? Das gilt ja für jede Interaktion, aber natürlich sind Konflikte bei Angehörigen mit Persönlichkeitsstörungen besonders häufig. Und da gilt diese Grundregel,
wenn es gelingt, sich auf Ich-Botschaften zu beschränken und die Du-Botschaften zu vermeiden, wird das Leben sehr viel leichter. Also vermeiden Sie im Streit das Wort Du. Du bist, du hast, du machst, du bist schuld, du willst ja immer nur. Und wenn man stattdessen sagt, ich bin traurig, ich bin verletzt, ich möchte das so nicht, ich wünsche mir so sehr, dann ist es ganz einfache Regel, es ist sehr viel leichter, miteinander klarzukommen. Und es gilt für jede Partnerschaft eine Basisregel. Na, und dann natürlich die professionelle Hilfe. Also, wie ich gesagt habe, die Psychotherapie, ohne das wird es ganz selten wirklich gut gehen. Also versuchen Sie irgendwie die Betroffenen zu motivieren. Und es kann, also wir haben immer wieder Patienten, die kommen und sagen, meine Frau hat gesagt, wenn ich nicht Psychotherapie mache, trennt sie sich. Und das ist nicht immer das Schlechteste. Also immer wieder unterstützen. Ja, und wo geht man hin? Das ist das Schwierigste. Gell? Also in der Großstadt in Wien, da geht das ja vielleicht gerade noch, aber wenn Sie jetzt in ländlichen Gebieten leben, dann finden Sie oft weit und breit keinen Therapeuten mit Therapieplatz und schon gar keinen, der sich mit Persönlichkeitsstörungen auskennt. Das sind nämlich nicht alle. Aber vielleicht schauen wir erstmal darauf, was tun wir denn in der Krise? Also meine Borderline-Tochter hat sich gerade geschnitten, liegt im eigenen Blut und es ist jetzt Not irgendwie am Mann oder hat sich schrecklich betrunken. Da sollte man schauen, sofort ärztliche Hilfe zu finden. Hausarzt, wenn er da ist, Facharzt für Psychiatrie oder eben direkt in die zuständige psychiatrische Klinik. Gut, wenn es eine körperliche Verletzung ist, dann in jedes Krankenhaus. Aber wenn es eben Suizidalität, Suiziddrohung oder so etwas ist, dann ist die psychiatrische Klinik gefragt. Wie findet man die? Sie wissen das wahrscheinlich in Akutsituationen. Ich habe es jetzt nur mal für Wien rauskopiert, das gibt es aber, glaube ich, für jede Region in Österreich. Da haben wir alle möglichen Versorgungseinrichtungen und Dienste. Und wenn wir jetzt auf die Akutpsychiatrie geht, dann gibt es eine Bezirkszuständigkeit. Das ist auch in jedem ländlichen Bereich so. Es ist immer eine psychiatrische Klinik zuständig und die muss helfen, Tag und Nacht rund um die Uhr. Und hier können Sie ablesen, für welchen Bezirk in Wien wer zuständig ist. Und da können Sie hinfahren und da ist Tag und Nacht jemand da und hilft dann im Notfall. Und mit der Psychotherapie, ja, das ist noch schwieriger. Also da muss man einfach ein bisschen suchen gehen. Es gibt die Psychotherapeutinnenliste vom Gesundheitsministerium. Da steht jeder Psychotherapeut, jede Psychotherapeutin in ganz Österreich drin. Da kann man suchen nach Land, Bundesland, Ort. Es gibt von der österreichischen Gesundheitskasse jetzt neuerdings Clearingstellen. Die werden in ganz Österreich kommen, in allen Bezirken. Oberösterreich war da Vorreiter. Da kann man anrufen, die haben Sprechzeiten und da kriegt man gratis sozusagen den Weg zum Psychotherapeuten gewiesen. Es gibt den österreichischen Bundesverband für Psychotherapie. Auch da haben Sie einen beträchtlichen Teil der Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten und da können Sie suchen nach Regionen. Es gibt auch den Wiener, es gibt in jedem Bundesland einen eigenen Landesverband für Psychotherapie. Das ist jetzt gleich, wo Sie schauen. Und in Wien zumindest gibt es auch unsere Klinik. Wir haben auch eine psychotherapeutische Ambulanz, wo Patientinnen sich anmelden können und dann nach ein, zwei Wochen einen Termin bekommen und die wir dann zuweisen. Wir können die nicht alle selbst bei uns behandeln, aber wir kennen die niedergelassenen Psychotherapeutinnen, wissen, wer das ordentlich macht und schauen, wer einen Platz hat. Das ist sozusagen der Service, das gibt es auf Krankenschein, also mit Versichertenkarte kostet erst einmal nichts. Nachher kostet die Psychotherapie ja dann leider doch meistens, zumindest einen gewissen Selbstbehalt. In Wien bauen wir ein Borderline-Netzwerk auf, wo wir vor allem Menschen mit Borderline-Persönlichkeitsstörungen dann eine Anlaufstelle bieten wollen, wo es Informationen auf einer Website geben wird, Veranstaltungen geben wird, Information, Fortbildung für die Professionellen im Gesundheitssystem, Information für Betroffene und Angehörige. Das wird aber noch ein Jahr vermutlich dauern, bis das soweit steht. Gut, damit bin ich am Ende und ich nehme mal an, jetzt gibt es eine ganze Reihe von noch offenen Fragen und Kommentaren.
Eine Sache ist mir schon die ganze Zeit im Kopf, die ich unbedingt noch loswerden wollte. Ich hatte auf eine Frage gehofft zu dem Thema, aber dann sage ich es jetzt schon mal so. Man soll nicht glauben, dass Menschen mit Persönlichkeitsstörungen alles Monster sind und Leute, die man nicht aushält. Das sind häufig ganz interessante und faszinierende Menschen. Und es gibt gar nicht so wenige, die sich einen zum Beispiel Borderline-Partner aussuchen, obwohl sie selber stabil und reif und gesund sind. Wenn die nämlich so ein bisschen auch noch gescheit und talentiert sind, dann sind das Menschen mit einer enormen emotionalen Intensität, nicht? Und wenn sie selber so ein bisschen depressiv und zwanghaft sind und gehemmt sind und das Leben eigentlich immer in geordneten Bahnen verläuft und langweilig ist, dann bringen die das Feuer rein. Und wenn sie das aushalten können, nicht, dass es jeden dritten Abend Krach gibt und dass man dann on und off und Streit und fast getrennt und dann wieder sich versöhnt. Es gibt ja Leute, die lieben nichts mehr als die Versöhnungsszene. Dann kann das ein unglaublich tolles, intensives Leben sein. Also denken Sie an Picassos Frauen. Nicht? Da gibt es ja Bücher drüber. Also wenn man mit Künstlern zum Beispiel eine Partnerschaft hat, nicht? Da sind immer außergewöhnliche, besondere Sachen. Morgens um 4 kommen wir fahren nach Venedig zum Frühstück. Also das macht ja so jemand, so Langweiler wie wir machen das ja nicht. Ne? Aber wenn Sie eben einen Menschen haben, der diese ganze Energie in sich trägt, nicht? Und dann nur im Moment das eine sieht und das macht und aus dem Impuls heraus, dann kann das auch enorm bereichernd sein. Das muss man sich klar machen. Und es gibt auch viele Menschen mit Persönlichkeitsstörungen in Führungspositionen. Also die Narzissten sind prädestiniert für die Primararztpositionen oder für die Bundesregierung oder für die Vorstandsvorsitzenden von großen Firmen, nicht? Und die Borderliner für Künstler und Schauspieler, nicht? Da gibt es ganz viele. Die Histrionischen auch, sind auch häufig Künstler oder tolle Schauspieler. So, jetzt haben wir aber da. Ich möchte mein Dankeschön vielleicht persönlich sagen, nicht nur schreiben. Bitte Ein schön. Danke aus Kärnten. Ich habe sehr viel mitnehmen können von Ihrem Vortrag. Vor allem hat mich beruhigt, sage ich jetzt einmal, der Ansatz mit 50% genetisch, 50% aus Kindheit. Ich hatte bei meinem und habe bei meinem Sohn immer den Eindruck gehabt, dass er das Pech hat aus beiden Familien sehr viel mitzubekommen in dieser Hinsicht und bin da immer ausgelacht worden. Mein Sohn ist 21, sage ich jetzt einmal, und wir haben seit seiner frühesten Kindheit sehr viel auf und ab mit ihm erlebt. Auch schon Suizidversuche, ja, keine stabile Arbeitsbeziehung. Viele, viele, viele Punkte. Was ich immer versucht habe zu bekommen, wie er seine Krankenhaus- und psychiatrischen Aufenthalte gehabt hat, war eine Diagnose. Und weil ich gesagt habe, wenn man weiß, was er hat, dann weiß ich, wo ich ansetzen kann oder kann ihm auch besser unterstützen. Und bin aber von den Ärzten immer zurückgewiesen worden unter dem Argument, er ist viel zu jung. Und er soll nicht stigmatisiert werden, was ich auch irgendwo verstehe. Und trotzdem hat es nie einen guten Ansatzpunkt gegeben, ihm zu helfen. Und er kommt aus seinen Ängsten, aus Verlassenheitsängsten, die ihn gerade jetzt wieder sehr quälen mit einer Freundin. Er fällt da wirklich so tief, dass er sich in keinster Weise helfen kann und auch nicht Hilfe annehmen kann. Und ich weiß wirklich nicht mehr, wo ich ansetzen kann, um zu einer guten und richtigen Diagnose zu kommen. Also das ist ein Problem, was wahrscheinlich viele Betroffene und Angehörige kennen. Da gibt es zwei Gründe. Zum einen ist die Diagnose einer Persönlichkeitsstörung gar nicht so leicht zu stellen. Denn die Patienten kommen ja nicht und sagen, guten Tag, ich bin narzisstisch. Sondern häufig versuchen sie es ja zu verbergen, weil sie es entweder beschämt oder weil sie misstrauisch sind oder weil es kränkend wäre. Das ist das eine. Also ich glaube, viele Ärztinnen und Ärzte, auch Fachärzte, sind da gar nicht so ganz versiert, wenn sie da nicht ein Spezialgebiet haben. Und dann gibt es oder gab es früher dieses
diese Sorge, wir geben die Diagnose erst bei Erwachsenen, sonst ist es so stigmatisierend. Und ich habe das jetzt mitverfolgt über mindestens 20, 25 Jahre. Die Altersgrenze, wo wir diagnostizieren, also die Diagnose einer Persönlichkeitsstörung geben, ist von 18 inzwischen auf 12 gerutscht. Also in den aktuellen Leitlinien, die jetzt erscheinen werden in Deutschland, für die Borderline-Störung haben wir gesagt 12. Es gibt inzwischen auch Therapieverfahren für Kinder mit Persönlichkeitsstörung. Und da sind sie natürlich viel erfolgreicher und viel schneller. Nicht, weil das noch nicht so lang besteht und noch nicht so chronisch ist. Deswegen ist heute die Empfehlung, diagnostizieren und sofort behandeln und wenn es ein Jugendlicher ist. Und dann kommt aber natürlich die nächste Frage, wem gebe ich die Diagnose? Und ich sage immer meinen Kollegen, überlegt euch gut, in welchen Brief an welche Stelle ihr die Diagnose Persönlichkeitsstörung schreibt, denn wenn das einmal in der Welt ist, wird man das ganz schwer wieder los. Nicht? Und wenn ich dann in einen Arztbrief den irgendwo hinschicke und dann kriegt es der Arbeitgeber oder dann kriegt es dieser und jener und dann spricht sich's rum. Das ist auch ganz objektiv ein Problem. Deswegen sage ich oft, seid sehr vorsichtig mit der Diagnose, stellt sie selbst, sagt sie den Betroffenen und sagt ihnen, sie sollen sich gut überlegen, wem sie es weitersagen. Aber stellt sie, denn es ist ja für die Patientin, für den Patienten, oft enorm entlastend, nicht? Wenn wir sagen, das und das und das gehört zur Borderline-Persönlichkeitsstörung. Da sind Sie nicht allein, das haben 1 bis 2% der Bevölkerung. Und da gibt es wirksame Behandlungen, die Psychotherapie. Da haben Sie eine gute Chance, dass es besser wird, wenn Sie es schaffen, sich darauf einzulassen. Und das haben eigentlich die allermeisten Patienten sehr zu schätzen gewusst. Also selbst Narzissten kann man das sagen, wenn man es taktvoll tut. Und die merken dann ja auch, dass sie Hilfe brauchen und sind froh, dass einer das versteht. Und was kann man machen? Das gilt jetzt für alle natürlich. Immer wieder anbieten und immer wieder auch schauen, wo gibt es jetzt vielleicht gleich Psychotherapeutinnen, Psychotherapeuten, die sich damit speziell beschäftigen. Also gerade in Klagenfurt habe ich da auch mal Kurse gemacht. Da gibt es einige vom Klagenfurter Landesverband, einige Kolleginnen, die ich kenne, die das sehr gut machen, finde ich. Ja. Ich habe bis jetzt noch keine gefunden, obwohl ich schon viel Genau, unterwegs also jetzt weiß ich die Namen natürlich nicht mehr auswendig, aber ich glaube, wenn Sie mal beim Klagenfurter, also beim Kärntner Landesverband mal nachfragen und sagen einen schönen Gruß von mir, Sie sollen mal Ihnen verraten, wer sich mit Persönlichkeitsstörung auskennt, das machen die dann schon. bin. Okay. Dann werde ich dann nochmal So, ja. ansetzen. Ja. Genau, aber es ist, also man bleibt unermüdlich dran und meist klappt es, aber manchmal eben kommt auch der Punkt, wo man sagt, so, jetzt muss ich mich auch mal schützen, jetzt fahren wir mal 4 Wochen weg. Jetzt musst du allein klarkommen, nicht? Oder gehst halt hier und dort in eine betreute irgendwie Kurzzeitpflege oder was auch immer. Es sagt sich so leicht, ich weiß, aber manchmal ist es sehr viel wert für alle Beteiligten. So, ich habe einige Fragen im Chat, dann würde ich die Ja. jetzt mal durchgehen. Also erste Frage, Zitat aus einem Befund, Affizierbarkeit eingeschränkt, Affekte flach, teilweise Dissoziationserlebnisse, Antrieb reduziert. Das klingt für mich jetzt mal so ein bisschen auch nach Depression. Also das ist ein psychopathologischer Befund, die Beschreibung von psychischem Erleben und Verhalten sehr an dem orientiert, was man sieht und fragt. Und wenn jemand nicht affizierbar ist, dann kommen die Emotionen nicht so richtig in Gang. Dann ist man irgendwie gebremst, emotional gebremst, der Antrieb reduziert, man hat nicht so viel Schwung und nicht so viel Willenskraft. Dissoziationserlebnisse, man steht so neben sich, hat bestimmte Sachen vergessen, kommt nicht mehr dran an die Erinnerungen oder manchmal erlebt man das auch, man tritt aus dem eigenen Körper und schaut von außen auf das Geschehen, was da mit einem gerade gemacht wird. Da kann es verschiedene Ursachen dafür geben, aber eben eher, es fehlt so eine gewisse Lebendigkeit und das kennen wir häufig, nicht immer, aber häufig bei der Depression. Es gibt es natürlich auch in anderen Zusammenhängen. So, nochmal die Frage, wie man Angehörige animiert, Psychotherapie zu machen, sich diagnostizieren zu lassen. Ja, naja, das ist natürlich wahnsinnig schwierig. Und die wollen sich's am wenigsten sagen lassen von ihren Angehörigen.
Also immer wieder, sagen wir mal, bei jüngeren Menschen immer wieder probieren. Es gibt Windows of Opportunity. Also die lassen sich 2 Jahre nicht drauf ein und irgendwann sind sie dann in einem luziden Moment und sagen, in Gottes Namen, ja, bring mich dahin. Und dann muss man natürlich schnell handeln, und diesen Moment nutzen. Aber wie ich schon vorhin gesagt hatte, wenn es gar nicht geht und wenn man selbst Schaden nimmt daran, dann darf man auch mal sagen, entweder du machst jetzt, lässt dich anschauen oder du kannst hier nicht mehr länger wohnen oder ich ziehe aus. Also manchmal ist das auch heilend, wenn auch schmerzlich. So, ich habe die Erfahrung, dass meine Borderline-Nichte doch massiv lügt bzw. Wahrnehmungsprobleme hat. Dies hat die Familie entzweit. Ist das normal bei der Krankheit? Naja, was ist schon normal, aber es ist nicht so selten. Okay. Gerade wenn es jetzt jüngere Menschen sind, Nichte klingt noch so ein bisschen adoleszent, dann ist das, was wir in der normalen Pubertät erleben, sagen wir mal, zehnfach gesteigert, zehnfach dramatischer. Und das ist natürlich oft schockierend. Aber wenn man die Möglichkeit noch hat, das offen anzusprechen und auch da auf eine Behandlung, Psychotherapie zu drängen und irgendwann auch zu sagen, also so geht es nicht weiter. Nicht? Es gibt jetzt gerade für jüngere Menschen auch betreute Wohneinrichtungen zum Beispiel, wo dann Fachleute, die rund um die Uhr betreuen, sie mit anderen Patientinnen und Patienten zusammenwohnen. Das klingt erstmal so grausam, ist aber auch für die Betroffenen oft die bessere Lösung, nicht? Weil sie nicht dauernd das Gefühl haben, sie tun jemand weh und ein schlechtes Gewissen und ein Schuldgefühl haben und verzweifelt sind, weil keiner sie versteht. Und manchmal, wenn man überfordert ist, ist das für eine gewisse Zeit oder auch für länger eine Lösung. Und immer wieder natürlich versuchen, doch sie zur Psychotherapie zu bewegen. Die nächste Frage ist auch eine schwierige. Mein Partner projiziert alle seine Taten auf mich und denkt sich sehr viele Geschichten aus, die ich gemacht haben soll. Fremdgehen zum Beispiel. Mittlerweile ist fast jeder da draußen ein Liebhaber von mir. Er hört Stimmen von Männern, sieht Männer, die sich angeblich im Supermarkt mit mir verabredet haben, hat mir heimlich eine Wanze im Auto eingebaut, Detektiv beauftragt. Laut ihm ist er kerngesund und ich eine Manipulantin, will auf keinen Fall zum Arzt. Mit ihm unter einem Dach ist fast nichts mehr möglich. Ja, das ist jetzt wirklich das, was ich vorhin schon angedeutet habe. Das ist ja eine Situation, wo ich mich selber schützen würde. Nicht? Und wo ich sagen würde, so geht es nicht weiter. Entweder du gehst zum Arzt und lässt dich behandeln, oder ich ziehe hier aus. Ja, wenn man das irgendwie schafft und die Kraft hat. Wenn das unmöglich erscheint, würde ich auch da Ihnen raten, die Psychotherapie zu machen, um einfach zu einer Form des Umgangs zu kommen, die es Ihnen erleichtert. Die Diagnose ist jetzt ja fast egal. Natürlich kann man sagen, das klingt ja sehr nach einer paranoiden Persönlichkeit. Es gibt aber ganz ähnliche Verhaltensweisen auch bei Menschen mit Alkoholkrankheit und natürlich auch bei Menschen mit psychotischen Erkrankungen, also zum Beispiel Schizophrenie im Anfangsstadium, wo es nicht ganz so offensichtlich ist. Also das ist aus dem, was Sie beschreiben, nicht eindeutig. Da können mehrere Krankheitsbilder vorliegen, die man möglicherweise auch medikamentös behandeln kann. Möglicherweise auch nicht, aber das setzt natürlich immer voraus, dass der Betroffene mitmacht. Und wenn er nicht mitmacht und das so weitergeht, würde ich dann irgendwann sagen, so jetzt kann ich nicht mehr und meinerseits Bedingungen stellen und zur Not gehen. Ist die antisoziale Persönlichkeitsstörung auch behandelbar? Das ist eine Frage, die uns alle sehr beschäftigt. Ja und nein. Was behandelbar ist, da gibt es sehr, sehr viele wissenschaftliche Untersuchungen, ist das delinquente Verhalten. Also mit Psychotherapie, wie sie in der forensischen Klinik, auch in Justizvollzugsanstalten angeboten wird, kann man die Rückfallwahrscheinlichkeit senken. Es gibt aber noch keine Belege dafür, dass man die antisoziale Persönlichkeitsstörung an sich behandeln kann.
Also, dass die Menschen dann ganz nett und lieb und empathisch werden und gar nicht mehr gemeint sind. Da sind die Meinungen in der Forschergemeinschaft geteilt. Manche sagen, es geht, andere sagen, nein, das hat gar keinen Sinn. Also wahrscheinlich leichtere Formen, wo ein Rest von Ehrlichkeit doch möglich ist, ein Rest von Einlassen auf Beziehung, kann man wahrscheinlich schon hilfreich sein. Schwere Formen, wo immer gelogen wird und der andere geschädigt wird, wird es wahrscheinlich sehr, sehr schwierig bis gar nicht gehen. Finde die Botschaften, statt Du-Ich-Botschaft zu geben, verzichte auf Schuldzuweisungen und Vertrag wie bei Kindern und nicht immer Geld geben machbar. Mindestens kann man probieren. Ja, finde ich auch. Unterschied, Persönlichkeitsstörung, komplexe Traumastörung. Das ist ein weites Feld. Also, viele Menschen mit Persönlichkeitsstörungen, also gerade bei der Borderline-Persönlichkeitsstörungen, haben traumatisierende Erfahrungen. Bis zu 90% in gewissem Ausmaß Vernachlässigung, nicht alle, aber viele. Und weniger als die Hälfte Misshandlungen und auch sexuellen Missbrauch, nicht so selten in den verschiedensten Formen an dramatischer Möglichkeit. Wir würden dann von komplexer Traumafolgestörung sprechen oder komplexer PTSD, wenn immer wieder die traumatisierende Erfahrung aus der Vorgeschichte das Erleben bestimmt, also wenn es Flashbacks gibt, wenn es Intrusionen gibt, wenn jemand im Dauererregungszustand ist, wenn ein anderer nur näher kommt, wenn jemand aus lauter Angst alles vermeidet, wo eine Gefahr, eine wiederholte Traumatisierung drohen könnte, dann steht die Traumafolgestörung im Vordergrund. Bei der Persönlichkeitsstörung an sich ist das nicht so im Vordergrund, aber häufig haben wir beides. Nicht? Zum Beispiel Borderline-Persönlichkeitsstörung und posttraumatische Belastungsstörung. Und das also ist nicht so selten und da müssen wir halt auch beides behandeln. Es gibt recht gute psychiatrische Universitätskliniken, die ich persönlich kenne, wo ich auch schon unterrichtet habe, in Innsbruck, in Salzburg und bei uns in Wien, die auch einen Schwerpunkt haben, auch Jugendliche mit Borderline-Persönlichkeitsstörung aufnehmen. Ich bin ein großer Fan von der Tagesklinikbehandlung, wo die Jugendlichen dann 5 Tage pro Woche von 9 bis 5 da sind, aber zu Hause schlafen, damit sie nicht so ganz rausgerissen werden aus dem Alltagsleben. Die Gefahr ist bei der stationären Behandlung, dass sie dann aufgepäppelt werden, so quasi, und dann kommen sie nach Hause und alles ist wieder, wie es vorher war. Und wenn sie in die Tagesklinik gehen, dann können sie parallel quasi das Alltagsleben auch weiterentwickeln. Also da gibt es wenig Plätze und man muss lang warten, aber es lohnt sich, in einer dieser Universitätskliniken sich mal vorzustellen. Was ist der Unterschied zwischen einer ängstlich vermeidenden Persönlichkeitsstörung und einer sozialen Phobie? Das frage ich meine Studenten auch immer. Gar nicht so ganz leicht. Der entscheidende Unterschied ist die Ich-Syntonizität. Schwieriges Wort, aber ich erkläre es gleich. Die Menschen mit der ängstlich vermeidenden Persönlichkeitsstörung, die sind vollkommen überzeugt, die glauben, dass sie kleiner, dümmer und hässlicher sind, langweilig sind und dass das leider Pech ist im Leben und dass sich nie was ändern wird und dass sie deswegen lieber zu Hause bleiben. Sozialkontakte vermeiden, sie werden ja sowieso zurückgewiesen. Die Menschen mit der sozialen Phobie, die stehen vor den Leuten, wollen sprechen, kriegen hektische Flecken ins Gesicht, die Stimme zittert, sie sind so aufgeregt, dass sie kein Wort rausbringen. Und die denken sich, so ein Mist, ich weiß genau, ich kann das besser als die anderen, ich kenne mich viel besser aus und jetzt stehe ich hier und werde rot und kann nichts sagen. Das heißt, die wissen, das ist Ich-Dyston, wie wir sagen, ich bin eigentlich anders, zu Hause konnte ich das alles und alleine kann ich das auch, nur wenn die mich alle anstarren, dann geht's nicht und ich kriege die roten Flecken im Gesicht und ich schäme mich zu Tode. Das ist die soziale Phobie. Nicht? Auch die behandelt man mit Psychotherapie, ist nicht immer, aber oft etwas einfacher. Kann man erkennen, ob es sich um eine paranoide Persönlichkeitsstörung handelt, in Abgrenzung zu psychotischen Phasen bei Depressionen? Das kann man erkennen, aber das ist schon mehr was für Fachärzte. Also der Unterschied ist, oder die Frage ist, die ist noch ein Rest von Realitätsprüfung erhalten oder ist der ganz verschwunden?
Also der Mensch mit der paranoiden Persönlichkeitsstörung, wenn Sie den fragen, vielleicht nicht als Angehörige, aber wenn ich den als Arzt frage, gibt es eine ganz kleine theoretische Möglichkeit, dass Sie sich auch irren. Könnte es sein, dass Ihre Frau nicht mit diesem Mann geschlafen hat? Dann sagt er, was soll denn das? Wollen Sie mich jetzt ärgern? Natürlich kann das immer theoretisch sein, aber ich bin ganz sicher. Nicht? Das ist die Persönlichkeitsstörung. Der mit der psychotischen Phase wird sagen, ah, ich weiß genau, Sie stecken unter einer Decke und die ganze Truppe will mich hinters Licht führen, aber nicht mit mir. Versuchen Sie es gar nicht erst. Und Sie merken, der ist 100% überzeugt, dass er weiß, was wahr ist, wie die Realität ist. Der mit der paranoiden Persönlichkeitsstörung 99%. Ja, der hat den allerletzten Rest und kann Ihnen eingestehen, theoretisch könnte es anders sein, aber ich glaube es nicht. Wie würden Sie eine mögliche Persönlichkeitsstörung bei dem Betroffenen thematisieren, damit er zum Psychiater geht? Also, grundsätzlich würde ich im privaten Kontakt niemals diagnostizieren. Also deswegen ist die Antwort relativ klar, thematisieren Sie die Störung nicht, sondern thematisieren Sie das Verhalten, was Ihnen das Leben schwer macht und bleiben Sie bei den Ich-Botschaften und sagen, es verletzt mich so sehr, wenn du das und das zu mir sagst, wenn du das und das tust und ich halte es kaum noch aus und wenn du mich liebst und wenn dir was an der Beziehung liegt, was an der Familie liegt, dann lass dir helfen und ich kenne da jemand, da können wir fragen, wo du mal einen Rat bekommst von einem Psychotherapeuten oder einem Psychiater und ich gehe da auch mit dir hin, wenn du das willst. So, mehr würde ich nicht tun. Ja, also niemals diagnostizieren, da sind die anderen, ich habe es ganz am Anfang gesagt mit dem Karl Jaspers, dieses Klassifizieren heißt eine Erledigung der Persönlichkeit. Nicht? Du bist, also wenn ein Satz anfängt mit du bist, dann ist eigentlich schon aus. Nicht? Sagen Sie lieber, ich habe dich lieb und ich leide unter dem und dem und deswegen bitte ich dich, tu dies und jenes. Dann darf ich mich wieder melden, wenn keine Fragen mehr sind. Dann ist es ja fast wie Eulen nach Athen tragen, aber ich möchte doch mit dem Applaus noch einmal herzlich danken. Und Sie haben ja an den Reaktionen gesehen, es war wirklich sehr, sehr hilfreich. Und also ich persönlich möchte unterstützen die eine Bemerkung, die war, es war für mich auch eine unwahrscheinlich tröstliche Sache, dieses Gegenüberstellen des genetischen Anteils und des sozialen Feldes und dass das sozusagen abgedämpft beziehungsweise aufgewogen werden kann. Das finde ich einen sehr, 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 sehr tröstlichen Ansatz. Das hat mich persönlich auch sehr, 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 hat mich sehr berührt. Ja, ich glaube, Martina, ich danke noch einmal und ich glaube, ich kann jetzt zu dir übergeben, Martina. Oder gibt es noch Fragen? Nein, es ist wieder ein Dank. Lauter Dankeschön, Herr Rhein. Ja, auch von meiner Seite. Vielen Dank, Herr Doktor. Ja, ganz herzlichen Dank fürs Durchhalten bis zum Schluss und für die Einladung und alles, alles Gute. Ja, verabschiede mich von allen hier und wünsche allen noch einen angenehmen Abend. Schönen Abend, machen Sie es gut. Danke, schönen Abend. Wiedersehen. Wiedersehen.